Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema Multiplikation von komplexen Zahlen, und zwar mal grafisch bzw. Geometrisch betrachtet. Und zwar schauen wir uns jetzt eben an, was man denn eigentlich grafisch macht, wenn man zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziert. Und da hat der eine oder andere vielleicht schon mal das Sätzchen gehört, dass wenn man zwei komplexe Zahlen miteinander multipliziert, sich ihre Argumente, also ihre Winkel, die sie praktisch im komplexen Zahlenstrahl einnehmen, dass sie ihre Winkel addieren und ihre Längen eben multiplizieren. Das heißt, wenn ich zwei komplexe Zahlen multipliziere, addieren sich ihre Argumente und ihre Längen multiplizieren sich. So, das schauen wir uns kurz mal an in einem kleinen Beispiel. Und zwar nehmen wir erstmal einen Zahlenstrahl, logischerweise. Einmal und zweimal. Hier der Realteil und hier der Imaginärteil bekanntlich. Und dort zeichnen wir jetzt mal die Zahl z1 ein, und die soll mal in unserem Beispiel sein 1 plus i. So. Das heißt, Realteil 1, also hier, Imaginärteil 1, also hier, komplexe Zahl dementsprechend hier. Sieht dann eben ungefähr so aus. Jetzt können wir überlegen, okay, was ist denn das Argument dieser komplexen Zahl z1? Also welchen Winkel nimmt sie im Koordinatensystem ein oder eben in diesem Zahlenstrahl hier ein? Der Winkel, das ist natürlich dieser hier, und der sollte jetzt allen bekannt sein, wobei wir nennen ihn mal besser Phi, weil er immer Phi genannt wird, könnte man sagen. So. Und dieser Winkel sollte jetzt jedem bekannt sein, den sollte sich jeder ausrechnen können, denn wir sehen, wenn wir 1 nach rechts gehen, gehen wir 1 nach oben. Das kennen wir aus dem Steigungsdreieck, das heißt, der Winkel ist der Arcus Tangens aus 1, könnte man auch sagen, und dementsprechend eben 45 Grad. Aha. Eben die Winkelhalbierende vor dem Koordinatensystem, könnte man auch sagen, und dementsprechend, wenn ich den Winkel von 90 Grad halbiere, habe ich eben 45 Grad und so weiter und so fort. Das sollte klar sein, warum das 45 Grad sind. So, die Länge dieser komplexen Zahl, Länge einer komplexen Zahl oder auch ihr Betrag, also der Betrag von z1, den findet man, indem man die Wurzel nimmt, und in diese Wurzel kommt der Realteil zum Quadrat plus der Imaginärteil zum Quadrat. Bitte hier nicht das i reinschreiben, das i gehört dann nämlich nicht dazu, weil das i selbst ist ja nicht der Imaginärteil, sondern die Zahl davor ist der Imaginärteil, und das i zeigt nur an, dass das der Imaginärteil ist. Das heißt, wenn ich hier nämlich das i reinschreiben würde, hätte ich hier i zum Quadrat, das würde minus 1 werden, und dann wird die ganze Sache hier ein bisschen eklig. Von daher bitte nur die Zahl eintragen, die vor dem i steht. Bei uns ist das jetzt eben hier die 1, deswegen habe ich sie auch nicht davor geschrieben. Und ja, dann wird alles gut. So, 1 zum Quadrat plus 1 zum Quadrat. 1 zum Quadrat ist 1, 1 zum Quadrat ist 1, also habe ich 1 plus 1. 1 plus 1 ist 2, und die Wurzel aus 2 ist die Wurzel aus 2. Das lassen wir einfach so stehen, weil die Wurzel aus 2 eine ziemlich hässliche Zahl ist, und von daher können wir das auch mal direkt so lassen. So, wenn unsere These jetzt stimmt, dass sich die Argumente addieren und die Längen multiplizieren, dann müsste, wenn ich die Zahl z1 ins Quadrat nehme, also z1 mal z1 nehme, müsste meine neue komplexe Zahl das Argument von 90 Grad haben. Also das Argument von z1 mal z1 müsste 90 Grad sein, denn wenn ich die Argumente der beiden Zahlen z1 und z1 addiere, habe ich 45 Grad plus 45 Grad, und das sind logischerweise 90 Grad, und die Länge meiner neuen komplexen Zahl, also der Betrag von z1 mal z1, müsste nach unserer Regel, wir haben gesagt, die Längen multiplizieren sich, also habe ich einmal die Länge von Wurzel 2 mal nochmal die Länge von Wurzel 2, müsste also 2 sein. Wenn das alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Testen wir es mal. Wenn ich die Zahl z1 mal sich selbst nehme, habe ich z1 mal z1. Das ist dann dementsprechend 1 plus i mal 1 plus i. Das können wir jetzt hier ausmultiplizieren. 1 mal 1 ist 1. 1 mal i ist i. I mal 1 ist i. Und i mal i ist minus 1. Ja, also i mal i ist i Quadrat. Ja, habe ich 1 geschrieben. I mal i ist i Quadrat. I ist bekanntlich die Wurzel aus minus 1. Und wenn ich das hier eben quadriere, dann habe ich i Quadrat ist gleich, Wurzel fällt weg, also i Quadrat gleich minus 1. Von daher steht da minus 1. Nur nochmal so kurz als Erklärung am Rande. 1 und minus 1 hauen sich gegenseitig raus. I plus i ist 2i, das heißt, das Produkt dieser komplexen Zahl ist einfach nur 2i. Wir zeichnen es mal im Zahlenstrahl ein, also ungefähr diese komplexe Zahl hier, die jetzt nur noch aus Imaginärteil besteht und hier oben eben bis zur 2 geht. So, jetzt können wir gucken.
Das Argument unserer neu entstandenen komplexen Zahl ist natürlich dieser Winkel hier. Und der ist logischerweise 90 Grad, ja, rechter Winkel, können wir auch einen Punkt reinmachen. Das heißt, diese Behauptung hier hat sich schon mal erfüllt. Jawohl, ist richtig. Und die Länge dieser komplexen Zahl bekommen wir jetzt auch, indem wir jetzt wieder die Wurzel nehmen, und zwar aus Realteil zum Quadrat. Realteil hat diese Zahl gar nicht mehr, also 0 zum Quadrat, plus Imaginärteil zum Quadrat. Der Imaginärteil ist 2, also 2 zum Quadrat. Dann haben wir die Wurzel aus 0 Quadrat plus 2 Quadrat, das ist einfach nur 2 Quadrat, und die Wurzel aus 2 zum Quadrat ist nichts anderes als 2, also das hier unten hat sich auch bewahrheitet. So, das heißt, unsere Vermutung stimmte schon mal in diesem Beispiel, und nun schauen wir uns mal an, warum das denn geklappt hat, also wie man auf diese Vermutung überhaupt kommt. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, damit man sieht, dass das Ganze auch stimmt, was ich hier gesagt habe. Und gleich schauen wir uns an, warum das denn so ist. Und ich hoffe, du bist auch noch dabei. Bis gleich.